Er hat es zugegeben. Dieser 41-jährige Mann hat das kleine Mädchen aus dem Realmarkt missbraucht. Doch nach der Vernehmung lässt die Polizei den Täter tatsächlich wieder laufen. Die Eschborner sind entsetzt. Natürlich macht uns das Angst, wir haben selber Kinder, ja, und wenn man sowas hört und das hier in der Umgebung und gerade im Real, wo es ist ein öffentlicher Ort und der gehört weggesperrt. Das macht mich wütend, ja, dass dieser Mensch wieder auf die Menschheit losgelassen wird. Ich habe nämlich auch zwei Enkelchen und mich hat das schon sehr berührt. Wenn er es schon mal gemacht hat und das in so einem großen Markt, dann wird er es wahrscheinlich nochmal machen. Finde ich unmöglich. Der gehört zumindest bestraft, wenn er auch nicht direkt ins Gefängnis kommt, aber schlimm. Rückblick. Am 23. September zieht der 41-jährige Täter das Mädchen in eine Umkleide, fängt an, die Sechsjährige zu berühren. Als das Kind zu weinen beginnt, lässt er von ihr ab. Die Hofheimer Kriminalpolizei suchte seitdem mit den Bildern der Überwachungskamera nach dem Mann. Jetzt wurde der Druck offenbar zu hoch, er stellte sich der Polizei. Doch wie kann es sein, dass der Täter tatsächlich auf freiem Fuß ist? Laut Haftrichter muss der Mann derzeit nicht ins Gefängnis, da weder Verdunklungs- noch Fluchtgefahr besteht. Auch sieht der Haftrichter keine Gefahr darin, dass der Mann seine Tat wiederholt, da er bis jetzt polizeilich nie in Erscheinung getreten ist. Sein Anwalt hat dem Täter jetzt empfohlen, vor Prozessbeginn schon einmal eine Therapie zu machen. Der Weiße Ring fordert allerdings bei Sexualdelikten ein früheres juristisches Eingreifen. Es wäre schön, wenn man hier sagen würde, bei sexuellem Missbrauch von Kindern, bei der ersten Straftat, muss jemand zum Schutz der Bevölkerung in Untersuchungshaft genommen werden. Es ist ja kein Kavaliersdelikt, sexueller Missbrauch eines Kindes. Und vielleicht könnten durch härteres Durchgreifen der Justiz zukünftig mehr Übergriffe auf wehrlose Kinder verhindert werden. In wenigen Wochen wird sich der Täter von Eschborn vor Gericht verantworten müssen.